Wir müssen leider den Abschied von Gina, glaube ich, ankündigen, oder? Paul! Ich habe dich betrogen. Gina? Hi, Paul. Das ist sehr traurig. Vor allem habe ich das Gefühl, Gina ist gerade eigentlich so gerade angekommen auf dem Kiez. Hat es ja am Anfang nicht so einfach. Ich bin schwanger. Zweiundzwanzigste Schwangerschaftswoche. Kanada. Ja, Kanada. Ihr habt doch verhütet, oder? Mann, wir waren total besoffen. Du bist mir nicht schuldig, Paul. Das ist meine Entscheidung. Also ich wurde hier super nett aufgenommen, habe mich hier mega wohl gefühlt und es hat sich ganz schnell auch wie so ein zweites Zuhause angefühlt. Was das Baby für dich bedeutet, ist deine Entscheidung. Und ich muss auch sagen, Niklas hat es mir auch ein bisschen erleichtert, weil ich hatte natürlich auch einen super Spielpartner an meiner Seite. Bleib sitzen. Also es war eine richtig intensive Zeit auf jeden Fall. Ich muss sagen, der Anfang war für mich erstmal krass überwältigend, weil das alles sehr schnell geht natürlich. Das ist hier so ein Daily Business irgendwie. Man muss hier sehr viel arbeiten, sehr schnell. Und an der Stelle auch nochmal krassen Respekt an alle, die hier so jeden Tag irgendwie das durchziehen. Das ist echt heftig. Wie ist diese Gina eigentlich? Eine hinterlistige Bitch, die sich die Männer von anderen Frauen krallt. Wir haben es hier mit einer Öffnung im Herzen zu tun. Gegebenenfalls wird nach der Geburt eine Operation angeraten. Und wenn wir zusammenziehen? Nicht als Paar oder so, sondern als Eltern-WG. Du ziehst hier mit Gina ein und machst einen auf Happy Kleinfamilie? Hast du mal eine Sekunde an Emily gedacht? Da müssen wir jetzt durch. Die Wohnung ist optimal. Zentral gelegen, ich arbeite direkt in die Ecke, das Krankenhaus. Und ich will auch für Kate da sein, die braucht mich. Verstehe ich, aber wenn du jetzt hier Stress mit deiner Ex bekommst, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, Zielscheibe zu werden. Das kläre ich. Also, es war mir ja schon vorher so ein bisschen bewusst, dass Gina jetzt nicht von allen am Anfang geliebt werden wird. Ich versuche alles, damit Kate unter dieser beschissenen Situation nicht leidet. Vielleicht hättest du einfach eine andere Frau schwängern sollen. Vielleicht wäre das auch nicht passiert, wenn meine eigene Frau mit mir ein Kind gewollt hätte. Ich bin fremdgegangen. Ich habe alles kaputt gemacht. Also habe ich auch jegliche Rechte verwirkt. Das muss endlich ein Ende haben. Vor allem für Kate. Du hast recht. Ich will die Scheidung. Ich muss sagen, am Anfang, als ich dann so ein paar Kommentare gelesen habe, hat einen das dann doch irgendwie schon so ein bisschen berührt. Also voll komisch auch eigentlich, weil es ja nicht um mich ging, sondern um die Rolle. Aber ich habe dann mir gesagt, okay, du musst das trennen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war es auch kein Problem. Und was ich auch schön fand, ist, dass Gina jetzt ja doch auch dann von vielen aufgenommen wurde oder akzeptiert wurde. Und ja, es mittlerweile ja auch Gina-Lover da draußen gibt. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder am Start seid. Und sorry, dass ich so lange offline war, aber hier war wirklich viel los. Ich bin nämlich umgezogen und werde Mama. Deswegen Thema heute, wie baue ich ein Babybett? Also man ist hier jeden Tag wieder aufs Neue sehr stark herausgefordert. Ich wollte mich nie zwischen dich und Paul drängen. Ihr kriegt das wieder hin. Mann, Paul hat eine Familie und du fickst ihn trotzdem! Das war nicht meine Absicht, Emily. Wir waren beide betrunken. Und dass du hier plötzlich auftauchst und gleich mit ihm einen Mietvertrag unterschreibst, das war auch keine Absicht. Warst du da auch betrunken? Man lernt ja ganz viele verschiedene Menschen hier kennen und sich dann immer wieder auf wen Neues einzulassen, ist auf jeden Fall so ein Tool, was ich jetzt mitgenommen habe. Auch alleine das Selbstbewusstsein, was man bekommt, wenn man wieder so viel dreht und unter Druck arbeitet, das war auf jeden Fall auch eine richtig krasse Lehre für mich. Ja. Der Defekt hat sich leider nicht verkleinert. Das Loch hat eine kritische Größe. Und es kann aber sein, dass es bei dem Durchschnitt bleibt. Sie bekommen einen Jungen. Das Baby... Du, ich, das fühlt sich alles komplett falsch an. Nichts ist gut. Ich bin mit einem Kind schwanger, was am Herzen operiert wird, sobald es geboren ist. Was soll das hier überhaupt alles? Ich mochte die Rolle Gina richtig gerne. Was natürlich mega cool war für mich, war die Schwangerschaft zu spielen. Ich war noch nie schwanger und deshalb war das voll die tolle Herausforderung. Paolo, du peilst wirklich gar nichts, oder? Die himmelt dich an, als wärst du gerade auferstanden. Verliebst du dich gerade in mich? Emily war lange Zeit meine große Liebe. Was hat nicht funktioniert. Trotzdem ist sie immer noch ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Klar. Aber jetzt bin ich mit dir zusammen. Und nicht nur, weil wir beide Eltern werden, sondern weil es sich einfach richtig anfühlt. Scheiße.
auch dann mit der Geburt, das war auf jeden Fall auch mein Highlight so. Ja, und auch so von ihrer Persönlichkeit, also dieses sehr so bodenständige, ehrliche, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Hat Spaß gemacht. Weiter, gut. Also ich würde den beiden wünschen, dass sie mehr miteinander sprechen. Also Paul hat ja auch viele Dinge, die ihn beschäftigen mit Emily. Und ich habe das Gefühl, dass er dann viele Sachen auch immer nicht so mit Gina teilt, weil er sie nicht belasten möchte. Andersherum vielleicht auch. Und das würde ich den beiden wünschen, dass sie da so ein bisschen mehr miteinander leben und sich auch mehr aufeinander verlassen können. Weil ich glaube, das können sie. Und ansonsten, dass sie erstmal jetzt auch ein bisschen runterkommen können von dem ganzen Stress und jetzt sich auf ihr Baby konzentrieren. Gina. Gina, hey! Kommt! Hilfe! Ist was passiert? Sie wird gerade operiert. Sie hat irgendwie extreme Blutungen gehabt. Aber die Ärzte, die kümmern sich um sie. Die Kollegen konnten gerade so ein multiples Organversagen verhindern. Sie wurde in ein künstliches Koma versetzt. Grüß Gina, wenn sie ansprechbar ist und genieß die Zeit mit Tom. Warum habe ich es nicht nochmal mit Paul versucht? Willst du ihn zurück? Nein? Ich wollte Paul nicht mehr haben. Und jetzt ist er halt in Gina verliebt. Ende der Geschichte. Sie holen Gina zurück. Ich habe dir doch gesagt, alles wird gut. Ich kann mir vorstellen, wieder zurückzuziehen. Nach MacPom? In der letzten Szene ist Gina bei sich zu Hause in MacPom. Also bei ihren Eltern in dem Haus mit Garten, mit Paul, Nihat und Tuna. Und die essen Kuchen zusammen und es ist alles ganz schön. So, Männers, meine Mutter hat extra einen Kartoffelkuchen für euch gebacken. Nihat will sofort zurück. Kannst du vergessen. Hier ticken die Uhren anders. Ja, also ich gönn mir ein Stück. Sieht lecker aus. Und es wird auch so ein bisschen dem Zuschauer oder den Zuschauern erzählt, ja, wie jetzt ihr neues Leben auch beginnt. Also so ein bisschen der Neuanfang von ihr. Wir wissen beide genau, warum du mit zurückgejuckt bist. Euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken!